Xiaomi Handy. Warum erscheint diese Fehlermeldung am Anfang? Herzlich willkommen bei Smartronic. Dieses Xiaomi 11 Lite 5G hat mich von einem Kunden erreicht. Und zwar lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten. Ich drücke den Einschaltknopf und es erscheint immer sofort die Fehlermeldung: The system has been destroyed. Man kann nicht mehr ins Recovery-Menü gehen. Das Einzige, was noch funktioniert, wenn ich hier die Leiser-Taste und die Einschalt-Taste gleichzeitig drücke beim Einschalten, komme ich in den Fastboot-Mode. Im Fastboot-Mode müsste man meinen, dass man eigentlich das Gerät über den PC, zum Beispiel über das Flash-Me-Tool, neu installieren können sollte. Habe ich probiert, verschiedene Software-Versionen, mehrere Stunden Arbeit schon investiert, hat nicht funktioniert. Es erscheint immer wieder eine Fehlermeldung, nachdem das Gerät für ein paar Minuten versucht, die Software zu installieren. Daher gehe ich stark davon aus, dass wir einen von zwei möglichen Fehlern haben. Und zwar ist entweder der Hauptspeicherdefekt oder die Software wurde so zerstört, dass eine Recovery nicht mehr möglich ist. Um den Fehler beheben zu können, habe ich mir eine neue Hauptplatine besorgt. Diese bauen wir nun ein. Um die Hauptplatine bei unserem Xiaomi-Handy tauschen zu können, müssen wir die Rückseite lösen. Diese ist außen verklebt. Um den Kleber besser anlösen zu können, gebe ich das Ganze auf eine Heizmatte und lasse es auf ca. 80 Grad aufwärmen. Das Backcover ist nun warm genug, dann nehmen wir das Ganze von der Heizmatte runter und ich gebe es in ein Öffnungswerkzeug rein. Im Öffnungswerkzeug spannen wir das Gerät ein, geben dann noch etwas Isopropanol einmal komplett außen um das Backcover rundum. Das hilft nochmal zusätzlich, die Kleber besser anzulösen. Dann nehme ich hier den Saugnapf und setze den so weit nach außen an, wie es möglich ist. Saugnapf schließen und nun gebe ich hier ganz vorsichtig Druck drauf, bis sich das Backcover an einer Stelle leicht abhebt. Es hat sich hier an der Seite eine kleine Spalte ergeben. Da gehe ich nun mit meinem Öffnungswerkzeug rein, etwas Isopropanol drauf. Dann kann ich die Spalte etwas größer machen und danach einfach mit einer Kunststoffkarte reingehen und dann einmal um das ganze Gerät rundum fahren. In dem Zustand kann man das Gerät jetzt auch schon wieder rausnehmen. Der Sinn von dem Werkzeug ist im Endeffekt nur, dass man das Backcover leichter lösen kann und zwar so, dass es nicht dabei bricht. Ich fahre jetzt einfach hier mit der Kunststoffkarte außen rum, immer wieder Isopropanol drauf geben. Gegebenenfalls kann man das auch nochmal warm machen, wenn es schwerer geht. Wenn man einmal rundum gefahren ist, kann man das Backcover einfach abklappen und wegnehmen. Im oberen Bereich unter dieser schwarzen Abdeckung, wo sich auch die drei Kameras befinden, ist dann die Hauptplatine. Um diese ausbauen zu können, muss ich hier alle Schrauben lösen. Die Abdeckung ist dann zusätzlich noch geklipst und lässt sich einfach nach oben wegnehmen. Auf der Rückseite unserer Abdeckung sehen wir hier auch diese Kontakte. Die sind zum Teil für NFC-Antennen oder bei manchen Geräten befindet sich hier auch die Ladespule. Die Hauptplatine ist jetzt schon freigelegt. Bevor wir hier jetzt weitermachen, sollte man zunächst aber mal hier den Akkuanschluss abstecken, damit wir hier keinen Kurzschluss mehr verursachen können. Nachdem der Akkuanschluss abgesteckt ist, können wir alle anderen Kabel auch ausstecken. Hier können wir schon mal die Frontkamera rausnehmen. Die Frontkamera schaut hier nur durch eine Lücke im Display auf der anderen Seite durch. Nachdem alle Kabel abgesteckt sind, kann ich hier seitlich vorsichtig unter die Platine reinfahren, diese ganz leicht anheben. Dabei achten, dass die Kameras hier mit rauskommen. Hier hängt noch eine, da müssen wir nochmal nachhelfen oder diese abstecken. Steckt man sie mal ab. Zweite habe ich jetzt auch noch abgesteckt, aber jetzt müsste es rauskommen. Immer darauf achten, wenn man sowas ausbaut, dass hier nicht irgendwo noch Kabel dranhängen, die man abreißt. Und schon haben wir die alte Platine ausgebaut. Im Vergleich mit der neuen Platine hier rechts sehen wir, die Platinen sehen genau gleich aus. Nur auf der linken habe ich hier noch zusätzlich die Kamera. Die müssen wir noch umbauen. Die Kamera kann man hier einfach ausstecken und man steckt sie an der gleichen Stelle bei der neuen Platine wieder an. Auf der Rückseite unserer Platine sehen wir nun, da befindet sich Wärmeleittaste, genauso wie hier am Rahmen unseres Geräts. Das dient dazu, den Prozessor und andere Bauteile auf der Platine zum Kühlen, indem die Wärmeübertragung von der Platine auf die deutlich größere Metalloberfläche hier am Display übertragen wird. Da sich hier jetzt noch relativ viel Wärmeleittaste drauf befindet, tausche ich die jetzt mal nicht aus,
Solltet ihr jetzt hier keine Wärmeleitpaste haben, tauscht diese am besten aus. Beim Einbau der neuen Platine muss ich nun darauf achten, dass man alle Kabel hier vorbeifädeln, so dass man diese nicht einzwicken. Sobald die Platine wieder richtig eingesetzt ist, können wir wieder alle Kabel anstecken. Wichtig wieder, Akkukabel als allerletztes anstecken. Das heißt, das lassen wir jetzt erstmal weg, stecken hier unsere Kameras und andere Verbindungen an. Auch die Antennenkabel hier auf der rechten Seite, die für WLAN und Bluetooth dienen, können wir wieder anstecken. Zuletzt bauen wir noch die kleine Frontkamera wieder ein, verbinden diese und dann gehen wir den Akkuanschluss drauf. Dann kommt wieder die schwarze Abdeckung. Diese müssen wir auch zuerst oben einhaken und dann nach unten drücken. Sobald diese eingerastet ist, kann wieder alles verschraubt werden. Bei den Schrauben übrigens ist nicht speziell darauf zu achten, wo die vorher waren. Die sind alle gleich lang. Bevor ich nun die Rückseite neu verklebe, schalten wir aber das Gerät jetzt erstmal ein. Wie man jetzt hört mit der neuen Platine, das Gerät macht wieder Töne, wenn ich hier die Taste drücke, aber man sieht nichts. So wie es aussieht, hat die neue Platine bereits einen Defekt, da mit der alten ja die Anzeige fehlerfrei war. Somit können wir keinen Display-Schaden haben, sondern die neue Platine ist bereits defekt. Das ist auch genau der Grund, warum ich sehr ungern solche Art von Reparaturen mache, da man diese Platinen als neues Ersatzteil gar nicht bekommt, sondern es handelt sich dabei immer um ausgebaute Platinen, die von anderen defekten Geräten entnommen worden sind. Zum Beispiel, wenn ihr ein Gerät habt mit Displayschaden und gebrochener Rückseite, dann ist es oft so, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnt und dann werden diese Geräte gern ausgeschlachtet, um die guten Teile, wie zum Beispiel die Hauptplatine, dann weiter zum Beispiel auf eBay zum Verkaufen. In diesem Fall scheint es so zu sein, dass ich hier eine defekte Platine bekommen habe. Leider kann ich jetzt hier nicht weitermachen. Wir werden aber die Platine reklamieren, eine neue besorgen und dann geht es im Teil 2 vom Video weiter, ob das dann doch noch geklappt hat. Wir sehen uns dann im nächsten Video.